Hallo, ich bin's nochmal hier vom Marktplatz in Wismar. Wir haben uns ein bisschen in den Schatten geflüchtet und neben mir steht jetzt Markus Alpers. Er leitet die Geschäftsstelle von BUW hier in Wismar und in Schwerin. Herr Alpers, Sie sind seit 3 Jahren hier in Wismar mit BUW. Fühlen Sie sich hier wohl? Ja, sehr wohl. Also der Standort hat sich auch prima entwickelt in den 3 Jahren. Also ich denke, dass Wismar hier eine gute Zukunft hat für BUW. Ja, Sie sind ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen und das bedeutet natürlich auch, man sucht immer Mitarbeiter. Und Sie sind in der sogenannten Callcenter-Branche, ist das richtig? Das ist richtig. Unter dem Begriff Callcenter ist unsere Branche am besten bekannt. Wir suchen in der Tat Mitarbeiter, zurzeit etwa 50 neue Mitarbeiter, die wir für verschiedenste Projekte einsetzen, von der Störungsannahme in der Telekommunikationsbereich bis hin zur Bestellannahme im Versandhandel sind wir auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Technisch wie kaufmännisch, sodass wir da uns entsprechend weiter aufstellen können. Das heißt Grundqualifikation, man müsste sich am Telefon schon mal ganz gut gebärden können und im Kundenkontakt ganz freundlich sein. Richtig, genau. Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke im Sinne von, dass man auf Menschen zugehen kann, dass man auf Menschen eingehen kann und auch entsprechend gut zuhören kann. Das hilft sehr, wenn man am Telefon arbeitet. Und Sie haben sich jetzt eine ganz tolle Aktion überlegt, um nicht nur diese 50 Arbeitsplätze zu besetzen, sondern grundsätzlich die Arbeitsplätze, die in Ihrem Unternehmen noch offen sind. Und zwar ist B&W mit einem Bus unterwegs und kommt jetzt auch nach Wismar und Sie starten am kommenden Montag in Warin. Ja, ganz genau. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, unseren Ideenbus, einen alten amerikanischen Schulbus, hier nach Wismar zu dirigieren und dass wir hier im Umfeld von Wismar verschiedene Aktivitäten machen können. Wir starten am Montag in Warin und stehen dann unseren Bewerbern mit Mitarbeitern und Führungskräften für Fragen, für Bewerbungen, für alle möglichen Gespräche zur Verfügung. Genau, die exakten Daten habe ich hier nochmal für Sie, da muss ich jetzt auf meinen Zettel gucken, das ist nämlich ganz schön viel. Von 10 bis 11.30 Uhr in Warin, dann geht es weiter von 12 Uhr bis 13.30 Uhr in Kritzow am Real, dann 14 Uhr bis 15.30 Uhr am Montag auf dem Parkplatz am Weidendamm, den kennen Sie, und 15.30 Uhr bis 17 Uhr dann in Wismar-Wendorf bei Marktkauf, das kennen Sie auch. Und Dienstag und Mittwoch geht es dann weiter hier auf dem Marktplatz in Wismar. Das sind wahrscheinlich dann die zentralen Termine auch, weil Sie da auch ganz viel drumherum noch machen. Und los geht's am Dienstag um 10 Uhr. Ja, ganz genau. Wir werden die 2 Tage hier auf dem Marktplatz in Wismar zubringen, haben verschiedenste Aktivitäten und stellen unser Unternehmen vor in unterschiedlichen Ausprägungen, vom betrieblichen Gesundheitsmanagement über den Aufbau eines Arbeitsplatzes bis hin zu der Möglichkeit, sich mit Mitarbeitern zu unterhalten und auch Erfahrungen auszutauschen, wie denn das Arbeiten in einem Callcenter sich tatsächlich so anfühlt. Ja, Mittwoch 10 bis 17 Uhr ist der Bus dann auch noch hier und so und am Donnerstag, genau Donnerstag, da geht es dann weiter, da haben Sie dann eine relativ lange Tour vor sich, nämlich 10 bis 11 Uhr am Kagenmarkt bei Penny, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr wieder auf dem Sandparkplatz am Weidendamm, genau. Dann 13 bis 14 Uhr am Friedenshof bei Netto und 14.30 Uhr bis 17 Uhr, da geht es dann an den Strand bei Wohlenberg. Ja, das ist sozusagen der krönende Abschluss unserer Schulbustournee, dass wir am Strand dann entsprechend auch nochmal aktiv werden. Ja, B&W, wie gesagt, schon ein erfolgreiches Unternehmen und das bedeutet natürlich auch, man hat ständig einen Fachkräftebedarf und Sie tun ja auch unglaublich viel, um Ihre Fachkräfte zu halten, Ihren Mitarbeitern Vorteile zu bieten und sind dafür ja auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Ja, das ist ganz, ganz richtig. Wir haben mehrfach den ersten Platz als Top-Arbeitgeber in verschiedenen Wettbewerben belegt und sind da auch sehr, sehr stolz drauf. Aber im Wesentlichen geht es ja nicht darum, dass wir uns als Arbeitgeber einfach nur gut präsentieren, sondern darum, dass sich die Mitarbeiter tatsächlich wohlfühlen und alle Möglichkeiten haben, auch wirklich einen entspannten und guten Job zu machen. In dem Sinne, die Daten kennen Sie jetzt und man kann da wirklich vorbeigehen, man kann dann einfach auch mal seine Bewerbung mitbringen, natürlich Lebenslauf dabei haben, schadet nicht, aber den ersten Kontakt, den kann man da auf jeden Fall herstellen und wenn man aus irgendeinem Grund, wenn man vielleicht im Urlaub war oder so, diesen Bus jetzt verpasst hat, kann man denn bei Ihnen, Sie sitzen ja direkt hier in der Alt-Wismar-Straße 7 bis 17, quasi hier direkt hinter uns, kann man denn auch mal da so vorbeischauen und sich bewerben? Ja, das geht ganz einfach. Die Treppe hoch, im ersten Obergeschoss treffen Sie unsere Zentrale. Dort wird auf jeden Fall immer jemand für Ihre Fragen zur Verfügung stehen und sich darüber freuen, wenn Sie sich bei uns bewerben wollen. Ja, Herr Alpers, vielen Dank erstmal. Und wir werden nächste Woche dann noch ein paar Bilder von dieser Busaktion zeigen, weil es da drumherum auch noch ein paar kleine Geschichten gibt, die wir jetzt noch nicht verraten sollen. Das sehen Sie dann nächste Woche. Wie gesagt, vielen Dank und viel Erfolg mit der Aktion. Ja, vielen Dank, Herr Wohlüben.